So, nun sind wir da und wir sind jetzt mit der vierten Aufnahmesession zugange. Ja, auch unlogisch, aber egal. Wir brauchen, ja. Wir brauchen, Bäume. Und sogar viele Bäume. So. Und ja, dann gucken wir mal, was wir dann machen werden. Ja. Einzige, was ich jetzt hier mache, ist meine Axt ausrüsten. Und dann let's go, ne? Ja. Es hapert ein bisschen mit meinem Aufnahmeprogramm. Keine Ahnung, was der hier hat oder will oder keine Ahnung, weiß der Geier wieder. Ich kann mich erinnern, dass ich schon mal irgendwelche Probleme hatte mit dem Aufnahmeprogramm, falls ihr euch noch erinnert, ne? Da war ja auch irgendwie so eine Sache, ne? Sprich, ja. Sprich, darüber, von wegen, ja. Hapert, hakt und hier und da, ja. Also, ihr wisst, was ich meine, ja. Und, es ist wieder so, ja. Normalerweise dürfte das nicht sein. Also, wie gesagt, mit OBS nehme ich eigentlich Spiele auf, die höher sind von der Grafik als The Forest jetzt, ja. Und trotzdem bin. Es kann aber auch an den Windows 11 sein, weil Windows 11, na, ist halt wieder so, na, dass die. Na, dass die halt wieder rumspackt oder andere Sachen, ne? Ihr kennt das. Oder einige kennen das, ja. Wo ich mich manchmal echt frage, was soll der Blödsinn, ja? Weil irgendwo ist auch mal gut. Ja, ich kann mich erinnern, bei Final Fantasy war das. Wo dann das Problem war, dass OBS zum Beispiel, jetzt lassen wir eben mal das hochgehen, wo OBS nämlich das Problem hatte, Final Fantasy zu erkennen, also das Spiel. Ja. Du hast zwar gehört, ja, dass das Spiel läuft. Aber du hattest kein Bild gehabt. So, und was habe ich gemacht gehabt? Ich habe dann das so gemacht, dass ich das als Admin ausführe. Und dann hat der komischerweise Final Fantasy komplett anerkannt. Also, ne? So, dann war auch eine Sache, was ich auch ansprechen wollte, von wegen, ja. Ja, das ist halt schon von Windows 11. Und manchmal, weiß ich nicht, ich frage mich, wozu es ein Betriebssystem gibt, ja, was eigentlich für ein Arsch ist. Also, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Microsoft, aber Windows 11 ist echt. Echt Schrott? Also, viele Sachen werden blockiert, ja. Du musst manuell Sachen da,
eingeben, dass er es entblockiert, ja, gerade auch Videospiele. Dann halt gibt es dann wieder Situationen wie bei OBS, ne, mit Final Fantasy, dass OBS das dann nicht anerkannt, weil Windows 11 mal der Meinung ist, wir blockieren mal das Spiel, ne? Ich hatte einen Computer, den von MSI, oder es war halt ein Gaming-Laptop von MSI, und da hatte ich das komischerweise nicht. Also, da ist Windows 10 drauf, und da hatte ich es zum Glück nicht gehabt. Also, OBS hat einwandfrei funktioniert, ja. Ohne irgendwelchen Hickmack, dass es irgendwie stocken bleibt, wenn ich in Aufnahmeprogramm starte oder beenden will, ja. Oder sonst irgendetwas, ja. Und hier mit dem neuen Laptop, mit dem neuen Computer und dann noch Windows 11, also bei aller Liebe, ne, brauche ich nicht. So, das Problem ist, ich kann aber Windows 11 nicht runterstützen, ja. Also nicht runterhauen. Warum? Weil das nicht geht, weil ich das ja mitgekauft habe. So. Aber ich meine, ich hatte schon genug Computers gehabt, wo das Betriebssystem von Vista war, wo ja, Vista Pro, Vista 7, ne, oder Vista, ja, Pro war das, glaube ich. Ja, da zum Beispiel, ich hatte dann damit noch nicht mal Probleme gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Im Gegenteil, da lief alles tutti frutti. Da war nichts von wegen, wir spacken mal rum, wir blockieren mal da das Spiel und dies und dann machen wir das noch und ja, und das andere, das, ja, mal schauen. Ja? Also, keine Ahnung, also. Ich frage mich eh, warum zum Henker man Vista 11 braucht. Jeder Dusselkopf weiß, 11 ist für Katz. So gesehen, ne? 11 ist wirklich nicht wirklich, auch echt jetzt. Schon wieder. Ey, ich verstehe das nicht. Ich stehe schon am Rand. Ja, mein Dings ist jetzt auch weg. Mein Baumstamm, ja. Prostmahlzeit, sage ich da nur. Ein Stamm weniger. Ja, egal. Ja, keine Ahnung, also. Ich finde das einfach nur lächerlich. Weil, weiß nicht. Jetzt zum Beispiel, bei der, ich habe ja abgespeichert unter Videos. Speichere ich meine Aufnahmen-Session ab, wenn ich über dem PC halt Aufnahmen mache. Ja? Problem ist, ja, ich habe 3 Folgen gemacht. Ich bin ja nicht dumm. Ich habe 3 Folgen gemacht. Ach, meine Fresse, yay. Ich hasse es langsam. Ich wollte nicht baden gehen. Ich wollte eigentlich... das ist auch ein ganz schlechter Winkel, den ich hier habe. Ganz ehrlich. Muss ich trotzdem da mir diesen Baumstamm hier holen, ja? Echt Hammer, ey.
Ich habe es auch nicht ganz komisch aufgebaut, ja. Also bin ich ehrlich, ja. Ich sage ja nicht, dass die Schuld da am Computer ist. Ja, ich meine, Night of the Dead, ne? Ist, was Fundamente bauen betrifft, ein bisschen schlimmer. Ja. Aber auch nicht so schlimm, also. Wach es dich nicht. Hammer. Ja, zwar nicht so schlimm, aber okay. Wobei ich finde, Night of the Dead hat wieder, ne, so seine ganz eigene, ja, wie soll ich sagen, Sachen, was sehr, ja, speziell ist, aber auch, ja. Okay, ich muss sagen, bei Night of the Dead, du hast zwar auch eine Story, du, also nicht eine ganze, nein, eigentlich hast du da keine Story. Du musst, in Night of the Dead geht es darum, dass du dir deinen Charakter erstellst. Weiblich, männlich. Früher war es so, dass du nur weiblich hattest und die alte dann Lucy heißt. Ja. Ja, Lucy. Dann war dann, da war es dann halt so, du musstest hier Sachen bauen, wie zum Beispiel ein Messer. Also du hast Steine gesammelt, die halt so wie im Forest Steine gesammelt. Und andere Sachen, ja. Nee, sonst fliegt er gleich wieder hier runter. Ja, und hast dann halt, also, wie soll ich sagen? Hattest ein Tutorial, was du als erstes machen solltest. So, wichtig war ist aber, wenn man Night of the Dead spielt, ist es wichtig, dass du nicht den ganzen Tutorial folgst. Das heißt, du guckst, was ist im Moment für dich wichtig. Das heißt, du brauchst Holz, du brauchst Lebensmittel, ja, die du sammeln musst und Pipapo, ja. Da hinten sind auch noch. Ja, und war das aus dem Wasser? Ja, was? Eins legen wir hier hin, das andere nehmen wir gleich mit. Und da war das dann halt so, dass du dir dein Häuschen gebaut hast oder ein Haushalt, je nachdem. Ne? Du hast dir erstmal gesucht, wo du hin willst. Also das war ja halt wichtig zu wissen, wo baust du denn? Weil einfach so bauen, ne, und dann durch die ganzen Zombies, die dich dann angreifen, sinnlos. So, du hast dann geguckt, okay, wo kann ich am besten bauen, ja? Wo dann nicht wirklich so viele Zombies sind, ja? Und hast dann gebaut, wo du auch Fallen und alles ein Pipapo bauen konntest. Oder kannst. So, dann hast du. Dann war das so, dass du dann hingegangen bist, hast gesagt, okay, jetzt habe ich das gemacht. Dann hat man halt weiter gebaut, bis das Haus in Ordnung war. Hat aber auch gleichzeitig geguckt, wie das jetzt ist mit den Waffen, weil Waffen sind auch wichtig, weil du musstest ja nicht nur deine
Axt selber machen, ja. Du musstest ja auch gucken, dass du ja, dass du halt irgendwie überlebst, weil wisst ihr, was ich meine? Und das ging ja nur, wenn du ja wirklich gesagt hast, okay, pass auf, ich gucke, wie kann ich das am besten machen, wie mache ich das, wie mache ich dies und bla bla bla. Und dann hast du dir deine Hütte erstmal gebaut. Erstmal das Fundament, dann die Hütte. Danach hast du geguckt, okay, was als nächstes? Was machst du als nächstes? Und dann hast du, wie gesagt, du hast dann erstmal geguckt, was du als nächstes machst, ja? Wie du das am besten bewerkstelligst und hier und da und pipapo und hast du nicht gesehen, ja? Und hast dann erstmal weitergebaut. So, dann hast du geguckt, okay, was als nächstes? Update, das Haus noch ein bisschen von den Zombies stabiler zu machen, hast du auch dann gemacht. Also so, dass es dann in Stein ist. Also, dass dein Haus nicht mehr Holz, sondern Stein ist. Dann hast du geguckt, okay, wie mache ich das jetzt mit den Zaun? Also du hast dann wirklich einen Zaun gebaut. Ja. Was eigentlich nicht schwer war, ja. Du hast halt geguckt, wie groß du deinen kleinen Garten haben musstest, haben wolltest. Ja, und dann hast du auch dann dementsprechend gebaut. Ja. Und ja, und dann geht das halt so weiter. Dann hast du Fallen aufgestellt. Das war richtig nice. Also, wo ich das gespielt habe zu am Anfang, habe ich es gespielt, weil. Ja, weil, warum habe ich das gespielt? Weil es hatte Spaß gemacht, wisst ihr? Und es war Zombie und ja. Und dann war jede Nacht was so, dass dann eine Horde immer so Welle kommt. Welle 1, also für Nacht 1, Welle 2 für Nacht 2. Weißt du, die kamen dann in Nachts halt, die Wellen. Und da konntest du dann sagen, okay, ich gucke, wie ich das machen kann, ja. Wo ich meine Fallen aufbaue, woher, aus welcher Richtung sie kommt. Oder sie kommen. Und dann hast du wirklich die Nacht über warst in dein Häuschen. Ja, und hast die Zombies dann halt abgeschlachtet. Bleibt dir ja eh nichts übrig, weil wenn du die Zombies nicht wegbämst, ja, ist es dann so, dass die dich dann wegbämmen. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann nicht schlafen. Na, und das war halt, ja, das war halt fatal, ne? Okay, du musstest jetzt nicht so wie hier in Forest drauf achten, ja, wie du den Tag überstehst, ja? Oder ob du es überhaupt schaffst, ja?
da überhaupt, ne, dran zu kommen, ja? Oder überhaupt, ja, ein bisschen da schlafen, ne? Klar, du hattest auch Hunger, klar, du musstest auch deine Gesundheit aufbauen. Okay, Durst hattest du jetzt nicht wirklich, ja? Okay, konntest du eh nichts trinken, weil konntest weder was, kannst kein Wasser sammeln, noch kannst du die Getränke benutzen, ja? Das funktioniert halt nicht, ja? Und dann hast war's dann damit passiert. Dann war es halt so, dass die dann, dass du dann weiter die tagsüber geguckt hast, okay, wo warst du? Wo kannst du plündern? Ja. Was kannst du noch holen? Also du bist dann halt strategisch dann die Karte erkundet. Wie gesagt, es sind neue Updates da von Night of the Dead. Und wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gespielt gehabt, also sehr am Anfang. Den Charakter, den kann ich gar nicht mehr spielen, so viel ich weiß. Weil das jetzt ist halt so, dass das nicht wirklich so, ja, wie soll ich sagen, gezählt wird. Sondern, ja, eigentlich auch nicht wirklich. Das ist dann so, das ist halt so dann, dass, ja, dass der Charakter existiert dann halt nicht. So, was ja auch nicht wirklich jetzt schlimm wäre, ja, bin ich ehrlich, es wäre, ist ja nicht gleich schlimm, ja, klar, es ist doof, weil man, dann, ne, neu machen muss, ja, oder neu erstellen muss, oder einen neuen Spielstand machen muss, ja. Das ist halt nervig. Ich glaube, das haben die jetzt geändert. Ich glaube, wenn ein neues Update ist, dann haben die das, glaube ich, jetzt schon so gemacht, dass du zwar deinen Charakter hast, aber du hast dann die anderen Sachen nicht. Das heißt, du kannst deinen Spielstand laden, wie du willst, ja. Das bringt dir nur halt nichts mehr. Ja? Ist halt so. Ja, was ja schon auf eine Art nervig ist, weil du musst immer wieder von vorne machen. Du musst immer wieder dann bei Tag 0 anfangen. Ja, du musst dann wieder alles neu bauen. Ja, also das ist etwas, was ich nicht ausstehen kann. Ja, weil das Problem einfach ist. Ja, du hast ja schon gebaut. Du hast ja schon gemacht, ja. Du hast ja schon soweit gelevelt und hast ja schon alles, wie du es wolltest, hast du ja alles schon gebaut gehabt. So. Und das Problem ist einfach, dann kommt irgendwie, ja, nö, funktioniert nicht, geht nicht. Kannst du nicht, weil den Spielstand kannst du nicht weiterspielen. Geht wegen Update halt, muss jetzt gucken, wie du zurechtkommst, ja. Und ja, es ist, da ist Forest, glaube ich, anders. Ich weiß es gar nicht eigentlich. Ich weiß es nicht, wie Forest ist, ja. Ich sag zwar, da ist Forest anders, aber ich meine, ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn es ein Update gibt. Ob man dann wieder von Start von Null auch anfangen muss, ja, oder ob man seinen alten Spielstand hart beibehält. Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe es mal, ne, ich hoffe es. Ja. So ist es ja nicht, aber ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ne. Die Forest mal von die ganze Zeit gespielt. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie das in The Forest ist, wenn ein Update ist. Ist es dann so, dass ihr den alten Spielstand dennoch habt? Oder ob es genauso wie bei Night of the Dead ist, dass ihr dann wieder nur bei Null anfangen müsst wieder? Also tippt in den Kommentaren, genau. Tippt in den Tastaturen. Alter Schwede, ey. Tippt in den Tastaturen und sagt mir mal,
Und schreibt mir mal, wie es in The Forest ist. Ist es halt so, dass man, ja, dass man da auch, sag mal schnell, dass ihr da auch wieder bei Null anfangen müsst oder ob das ganz anders ist. Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ja, wie es da, bei The Forest abläuft, was Updates betrifft. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt durch durch The Forest jetzt neue Updates wieder kommen, nur für den ersten Teil oder nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, ich spiele das Spiel ja blind. Bis jetzt zum ersten Mal. Ja, ja, Asche auf mein Haupt, bla bla bla. Ja. So viel dazu. Ja, und ja, natürlich ist es halt so, wo ich mich auch dann wieder frage, ja, wie sieht es denn jetzt dann in den zweiten Teil aus, ja? Ich meine, klar, ich habe mich ein kleines bisschen spoilern lassen, aber nicht ganz. Ein bisschen halt nur. Ein ganz kleines bisschen, ja. Da war es, ist ja, was ich fantastisch finde, du hast nicht nur den Regen und Sonnenschein, du hast auch Herbst, Winter, was ich lesen konnte. Du hast halt, ja, halt die Emotion, nicht Emotion, hast halt, sag mal schnell, oh, meine Güte. Heute ist aber die Sprache schwer. Also bei aller Liebe, ne? Aber heute ist es richtig schwer. Lass mich mal kurz nachdenken. Meine Güte, ey. Oder ob ihr das halt genau, ja, genauso ist, habe ich ja schon gesagt. Ich habe den Faden verloren. Okay, anderes Thema. Ich habe den Faden verloren und ja. Ja, genau. Da war jetzt auch noch was, was ich dringend loswerden wollte. Denn an meine Zuschauer. Gerade spezifisch an meine Zuschauer. Ihr müsst nicht denken, wenn ihr in die Kommentare schreibt, dass ich sie nicht lese. Doch, ich lese sie schon. Nur, wenn ich merke, okay, muss ich jetzt, ist es jetzt notwendig, dass ich darauf antworte oder nicht, ist wieder was ganz anderes. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich mal sage, okay, ja, ich weiß nicht, muss ich jetzt antworten, muss ich nicht. Klar, also versuche ich schon mit euch zu interagieren, indem ich sage, okay, passt auf, ihr könnt entscheiden, was ihr noch auf meinem Kanal sehen wollt. Ja, dann muss ich da gucken, wie ich das alles einplane. Weil ich muss ja auch noch gucken, dass ich langsam die Aufnahmesession für weiter auch mache. Für, sag mal schnell. Genau, für, hieß mich tot gerade. Für The Witcher, weil ich hatte ja nur 4 Aufnahmen gehabt von The Witcher. Und da müsste ich jetzt auch weiter vorproduzieren. Ich habe da auch gemerkt, dass gerade bei The Witcher 3 das richtig gut ankam. Also, wow. Also, ja, ich mach weiter so. Macht einfach weiter so. Ja. So, einmal das. Ja, die Fragen habe ich ja schon soweit beantwortet. Sprich, ob ich das nicht auch Lust hätte, mit einer kleinen Gruppe zu spielen. Ja, wenn's lustig ist und geschillt ist, ja, warum nicht? Na, aber ja, ich bin jetzt nicht wirklich so diejenige, die gerne mit anderen Menschen zusammenspielt. Ja, okay, Final Fantasy ist was anderes, aber ich muss mit denen nicht quatschen, ne? Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ne? Ich wurde auch bis jetzt noch nie gefragt und... Und ja, eigentlich ist es so, wie es ist, jetzt im Moment
gut so. Also ich muss nicht, wenn es sein muss, wenn ihr das wissen wollt. Im Gegenteil, ich bin eigentlich im Moment so zufrieden, ne? Als Singleplayerin da das zu machen, ne, was ich was ich halt brauche, ne, oder was mir jetzt Spaß macht. Ist halt ein bisschen, komm schon, immer dieses verdammte. Okay, Sprung gibt's auch, ja genau, Sturm. Ich weiß nicht, gibt's im zweiten Teil auch Stürme? Ich weiß es nämlich nicht, schreibt es mal ebenfalls in den Kommentaren. So, ich glaube, dass ich dann gleich mal gucken, wie lange ich aufnehme. Okay, noch nicht allzu lange. Das heißt, ich habe noch Zeit. Ja. Dass wir dann gucken, ja, dass ich dann gucke, dass ich den Teil 2 auch noch aufnehme, weil es ist schon interessant, wenn ich schon 1 aufnehme, dann will ich auch gleich direkt 2 machen. So wie mit Assassin's Creed 1 und 2. Ja, Assassin's Creed 1 ist immer noch in Stocken geraten. Ja, ich muss das erstmal rausfiltern, was jetzt da Sache ist oder wie ich das jetzt, meinen alten Spielstand wieder bekomme, weil solange ich meinen alten Spielstand nicht habe, werde ich auch nichts produzieren oder gibt es da halt keine weiteren Folgen von Assassin's Creed 1. Was eigentlich schade ist, naja, eigentlich nicht wirklich schade, ne? Aber schon, ich möchte gerne Spiele beendet haben und nicht gleich, ne, sagen, oh ja, ja. ja. Ich habe mir das eigentlich einfacher vorgestellt als, ja, jetzt. Aber okay. Muss eh gleich noch mal was essen und ja. Aber nachdem ich hier diese beiden. Ja. Oh, 104, also das ist schon eine Menge, ne? Dann wird das hier weggemacht. Das hier, was provisorisch hier ist, das hier, wird dann weggemacht. Dann wird so ein kleiner Steg kommen. Also ich stelle mir das schon genial vor. Und falls ihr fragen wollt, ja, hast du das denn in Night of the Dead auch, dass du dir ein Bootshaus bauen kannst? Nein, habe ich nicht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich das habe. Na, ich weiß es nicht. Ja? Ich muss gucken. Nein, verdorben. Oh nee, echt jetzt? Ist. Also das ist schlimm hier. Ja. Das ist richtig schlimm. Ey! Nein! Ich dummer. Ja. Shit. Oh! Oh! Nee, ey. Meine Güte, ey. So, ein paar Steine brauchen wir. Stein Nummer 1. Stein Nummer 2. 3. Ja, nicht so, dass es hier keine Steinchen gibt, ne? Ja.
Genau. Das wollte ich. Entschuldigung. Du schreist aber so schön, wenn du verbrennst, Alter. Ja, nicht schlecht, ey. Aber du schreist ja, wenn du so brennst. Ja, er schreit, wenn er brennt. So, dann hauen wir das nächste Fleisch da rein. Haben wir? Hat er das jetzt reingeworfen? Ja, hat er. Das sieht ja jetzt nicht gerade wirklich, ja. Tschüssi. Erstmal wegjagen. So, dann werden wir uns dann, wenn wir unser Häuschen haben und ein Bettchen haben, werden wir auch gucken, dass wir dann, ja, das alles abreißen, natürlich, ne? Natürlich. Einmal abspeichern, bitte. Tag 6 schon. Ja. Jetzt gucken wir einmal. Ja, 36, okay. Wir gehen jetzt nochmal Bäume fällen. Nee, verdorbenes Fleisch will ich jetzt echt nicht. Jetzt gucken wir mal. Ach, guck mal, da ist noch ein Baumstamm. Ja. Das ist nur ein Stein, ne? Wir haben noch einen Baumstamm gefunden. Meine Güte, 30 Stück brauchen wir noch. Was passt so auf so einen Wagen rein? Drauf. 10. 15. Wieso läuft der so komisch, ey? Muss das in First Person sein? Ich mag sowas. Eigentlich. Alter, ich dreh durch. Ein Moment. Ich bin gleich wieder da.
Also beim nächsten Mal erinnert mich bitte mal daran, dass ich was Telefon betrifft, echt ausschalte, also. Oh. Okay. So, und ja, jetzt weiß ich noch nicht mal, wo ich jetzt zuletzt stehen geblieben bin. Also wir müssen echt was an seiner verdammten Ausdauer machen, also das regt mich hier gerade tierisch auf. Gibt es in, ja doch, in Night of the Dead gibt es auch Ausdauer. Ja, das stimmt auch, da gibt es auch Ausdauer. Aber, weiß nicht. Alter. Also jetzt reicht's mir. Was kann man benutzen, um die verdammte Ausdauer hier zu regenerieren? Nee, das... Lena. So. Ich weiß gerade nicht, ob es Tag oder Nacht wird. Aber so wie es aussieht, wird es Nacht. Aber dann auch nichts hier da weiterzumachen, ja? Wenn ich ehrlich bin. Was war das? Oh. Was war das? Springen wir mal rein, ne? Sehe hier gar nichts. Rein gar nichts. Mal gucken, ich gucke jetzt, dass ich meine Baumstämme hier irgendwie sehe hier nichts, Mann. Da lang.
Das nervt. Ich weiß nicht, wo unsere Baumstämme sind. Nee. Kommt, Leute, das bringt nichts. Wir gehen jetzt einfach mal zurück zum Lager. Feuer. Machen hier an. Weich. Ich wollte sagen, dann speichern wir, aber okay. Eine Woche haben wir überlebt. Ja, jetzt können wir aber auch noch nicht schlafen. Da flickst hier nochmal. Aber ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ach ja. Bisschen schneller bitte. Ich will denn die Nacht überstehen. Ja, könnte ich auf so eine Insel sein, wo ich weiß, dass da Kannibalen sind. Ich glaube nein. Ich glaube, ich kann das nicht. Also, so vielleicht schon, ja. Ohne diese Kannibalen-Gedöns. Aber jetzt. So. Wird schwierig. So, wir werden nochmal speichern, ja. Weil Tag 8 ist angebrochen. Wenn wir hier mal speichern können. So, und dann heißt es hier ab sofort. Das war's. Macht's gut. Bleibt gesund. Wir sehen uns dann in Sons of the Forest. Und ja, wie gesagt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ja, halt das übliche. Ein Feedback, ein Like. Ja. Und. Ja, empfehlt meinen Kanal halt weiter. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Bye bye. Macht's gut. Adios.